Ja, hi Leute, herzlich willkommen hier zurück auf CustomLex.de. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es ein neues Video. Heute dreht sich alles hier um eine Grafikkarte. Heute geht es darum, eine Grafikkarte umzubauen auf einen Wasserkühler. Und welche Grafikkarte das ist, das seht ihr jetzt hier. Das ist ein ganz schöner Klopper. Ja, das ist die Asus ROG Strix 2080 Ti OC. Wir schauen uns an die Temperaturen vorher von der Karte. Ich werde das Ganze mit Fuhrmark machen. Ich werde mit Fuhrmark hier die Grafikkarte richtig auslasten, um zu sehen, wie die Temperaturen so sind. Das lasse ich so eine halbe Stunde, denke ich mal, laufen. So, ja, 30 Minuten. Mal sehen, ob sich da groß was ändert. Vielleicht sind es auch was 15 Minuten und nach 15 Minuten die Temperatur wie angenagelt steht. Dann werde ich das nach 15 Minuten abbrechen. Und wir schauen uns die Temperaturen an vorher und bauen das Ganze dann um auf den wunderschönen Watercool Heat Killer Strix Kühler hier und schauen uns die Temperaturen dann an von der Karte, wie es dann so wassergekühlt ist. Ich vergleiche immer die Deltas zu der, in dem Fall vom Luftkühler, dem Delta zur Raumtemperatur und beim Wasserkühler wird dann der Delta zur Wassertemperatur angegeben, weil das eigentlich die wichtigen Daten sind, sondern eigentlich nicht die Temperatur, die jetzt erreicht wird. Ja, die werden wir auf alle Fälle auch sehen, aber der Unterschied zum Kühlmittel sozusagen, das ist dann eigentlich die ausschlaggebende Temperatur, die eigentlich oder der ausschlaggebende Wert, der eigentlich interessant ist. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los mit dem Test, wie viel Grad denn, beziehungsweise wie hoch der Delta zur Umgebungstemperatur unter Luft ist. Und ich würde sagen, viel Spaß beim Zusehen und let's go. Die Asus ROG Strix 2080 Ti OC wird bei mir im offenen Aufbau betrieben. Ich montiere sie hier auf meinem Benchtable und werde jetzt den Test starten, um die maximale Kühlleistung hier von dem Originalkühler zu ermitteln. Getestet wird hier mit Fuhrmark und zwar im Extreme-Burn-In-Modus. Extreme sagt es eigentlich schon, hier wird die maximale Leistung der Karte abverlangt, sprich die maximale Wärmeabgabe an den Kühler wird hier simuliert und man kann sehr gut eine Aussage über die Kühlleistung treffen. Ich habe hier in dem Test maximal 56 Grad erreicht, was wirklich wenig ist für die Karte. Es ist zwar ein offener Aufbau, aber dennoch mit einem Delta von 36 Grad und bei einer maximalen Lüftergeschwindigkeit von 45% ist das wirklich sehr guter Wert für den Originalkühler. Um einen Vergleichswert zu haben, wenn ihr zum Beispiel in eurem Gehäuse jetzt eine Umgebungstemperatur von 30 Grad hättet, wäre halt die Maximaltemperatur 66 Grad gewesen. Aber hier 56 Grad, Raumtemperatur 20 Grad, ein Delta von 36. Das ist ein wirklich sehr gutes Ergebnis für einen Luftkühler und die Karte war dabei auch noch sehr leise. Ich war wirklich überrascht. Wir beginnen mit der Demontage des Original-Luftkühlers. Dazu habe ich als erstes die Lüfterabdeckung oben demontiert, um mir eine Übersicht über die gesamten verschraubten bzw. über die gesamten, Verschraubungspunkte bzw. Montagepunkte des Luftkühlers zu verschaffen. Als erstes habe ich alle sichtbaren Schrauben gelöst. Auch die Schrauben hinten am IO-Bracket, dort wo euer Monitor angeschlossen wird, die könnt ihr auch schon lösen. Bitte dort nur die großen Schrauben rausdrehen, weil die kleinen halten quasi die Slotblende an den Anschluss. Habt ihr auf der Oberseite und am IO-Bracket alle Schrauben gelöst, könnt ihr die Karte direkt umdrehen und auf der Rückseite weitermachen. Sind alle Schrauben entfernt, könnt ihr den Kühler ganz leicht abnehmen. Schaut euch dann die Seite, wo der Die ist, an. Dort sind noch etliche Schrauben, die den Metallframe mit der Backplate verbinden. Jetzt könnt ihr die Backplate und die LED-Beleuchtung der Backplate demontieren. Seid beim Lösen des Steckers vorsichtig, denn der macht nicht gerade den stabilsten Eindruck. Yeah.
Ebenso der Metallrahmen, beziehungsweise ja, ist es auch der Speicherkühler, kann auf der Vorderseite nun gelöst werden. Seid beim Lösen etwas vorsichtig, die Wärmeleitpads kleben ziemlich stark und versucht die Platine dabei beim Lösen nicht zu sehr zu verbiegen. Wir können mit der Reinigung der Karte beginnen und entfernen als erstes die originalen Wärmeleitpads Reste, die noch auf der Karte kleben. Zum Reinigen des Dies benutze ich immer Aceton, Küchenpapier und ein paar Q-Tips. So, nun ist die Karte fertig für die Montage des Wasserkühlers. Die Küchenpapierreste oben an den Speichern ignoriert bitte, die habe ich dann auch später mal entdeckt. Als erstes beginnen wir mit der Wärmeleitpad-Montage. Jedes Wärmeleitpad ist auf die richtige Länge zugeschnitten. Schaut in die Beschreibung, welches Wärmeleitpad wohin kommt, denn diese haben eine unterschiedliche Dicke. Die Pads besitzen eine dicke und eine dünne Folie. Bitte vergesst nicht, beide Folien abzuziehen. Und schon kann es mit der Kühlermontage losgehen. Bevor der Kühler montiert wird, muss natürlich noch die Wärmeleitpaste aufgetragen werden. Ich benutze hier Thermal Grizzlies Cryonaut, denn mit der habe ich bis jetzt nur sehr gute Erfahrungen gemacht und bin mit der Wärmeübertragung der Paste wirklich sehr zufrieden. Einfacher lässt sich der Kühler montieren, wenn ihr die Originalverpackung vom Heatkiller als Montageunterlage verwendet. Platziert den Kühler auf der Unterlage so wie hier bei mir im Video und ihr könnt die Grafikkarte einfach auflegen. Richtet die Karte so aus, dass die Gewinde von dem Kühlerboden mit den Löchern der Grafikkarte übereinstimmen. Anhand der Backplate seht ihr nun, welche Schrauben verdeckt sind und welche als erstes verschraubt werden müssen. Ihr findet das aber auch in der Montageanleitung vom Heatkiller Block bzw. von der Backplate. Jede einzelne Schraube, die ihr verwendet, um den Kühlerboden an der Grafikkarte zu verschrauben, wird mit solch einer Kunststoffunterlegscheibe versehen. Das soll verhindern, dass euer PCB bzw. eure Platine der Grafikkarte beim Festschrauben beschädigt wird. Beim Festziehen der Schrauben geht ihr am besten wie folgt vor. Setzt erstmal alle Schrauben ein und zieht diese noch nicht ganz fest. Dann arbeitet ihr euch von innen nach außen. Fangt beim GPU-Core an, die 4 Schrauben über Kreuz anzuziehen. Ich empfehle für die maximale Anzugskraft, ja, das was ihr zwischen Daumen und Zeigefinger aufwenden könnt, sollte genügen, um dass ihr einen perfekten Übergangswiderstand bzw. einen perfekten Wärmeübergang vom GPU-Block zum DAI schafft. Zu guter Letzt fehlt bloß noch die Backplate. Geht dort wie in der Watercool-Beschreibung vor und montiert die Wärmeleitpads und verschraubt die Backplate mit dem GPU-Kühler. Vergesst auch hier bitte wieder nicht, beide Folien von den Wärmeleitpads abzuziehen. Bei der Verschraubung der Backplate achtet auch wieder auf die gleichmäßige Kraftverteilung. Ihr solltet die Schrauben auch über Kreuz anziehen und schauen, dass ihr wirklich wieder nur die Kraft, die ihr zwischen Daumen und Zeigefinger aufwenden könnt, als Maximalkraft zum Festziehen nehmt. Eure 2080 Ti Rockstrix ist jetzt mit dem Heatkiller Block versehen und fertig für den Einbau. Ja Leute, die Karte, die ist jetzt umgebaut, ging sehr einfach, muss ich sagen, und sehr zügig ging das. Der Heatkiller sieht natürlich richtig geil aus, ne? Wenn man sich das mal anguckt jetzt hier. Und das Ganze werde ich jetzt auf meinem Testbench mal testen. Ich habe jetzt hier schon die Schnellverschlüsse
dran gemacht, dass ich den dann an- und abstecken kann. Also mein Testbench ist halt mit Schnellanschlüssen ausgestattet, dass ich halt eben solche Grafikkartenwechsel und CPU-Kühlerwechsel zum Beispiel einfach durchführen kann. Dann würde ich sagen, stecken wir das Ganze mal an und gucken mal mit Fuhrmark, wie sich die Temperaturen verhalten. Der Fuhrmark Burn-In, der Fuhrmark Extreme Burn-In läuft jetzt 30 Minuten. Ich habe eine Raumtemperatur hier von 20 Grad. Die Wassertemperatur habe ich gerade mal geschaut, sind so 25,5, 26 Grad. Weiter steigt es nicht an, weil die GPU-Last alleine jetzt für höhere Temperaturen nicht ausreicht. Aber um festzustellen, wie gut der Kühler wirklich kühlt, reicht das auch aus. Wir haben hier ein Delta zur Maximaltemperatur von 37 Grad von gerade mal zur Wassertemperatur von 11 Grad. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Und zur Raumtemperatur sind es 17 Grad Delta, also quasi Unterschied zur Raumtemperatur. Wenn man jetzt das gegenrechnet gegen den Luftkühler vorher, beim Luftkühler vorher war die Maximaltemperatur jetzt hier beim offenen Aufbau, das muss man natürlich nicht vergleichen, wenn die Karte im Gehäuse eingebaut ist, hatten wir eine Maximaltemperatur von 56, 57 Grad. Sprich, wir haben dort ein Delta zur Raumtemperatur von 37 Grad gehabt und haben jetzt eins von 17. Sprich, wir haben 20 Grad auf alle Fälle unter Volllast eingespart. Das ist sehr, 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 sehr viel. Und spricht für die Qualität von dem Kühler von Watercool. Und ich bin mit dem Ergebnis auf alle Fälle sehr zufrieden. So, ich breche das Ganze jetzt mal hier ab. Und da können wir jetzt hier, Moment, das ist der Screenshot, können wir jetzt hier schön die Temperaturen sehen, 25,6 Grad aktuell Wassertemperatur, Durchfluss 160 Liter pro Stunde, Lüfter laufen bei 1100 drin, ist erstmal egal. GPU-Temperatur jetzt hier maximal 37 Grad und der GPU-Takt konstant gehalten bei maximalem Boost von 1965 Megahertz. Die Raumtemperaturanzeige jetzt hier, die kann man nicht ganz ernst nehmen, weil der Temperaturfühler ist direkt an der Wand und da wird natürlich die ausgeblasene Luft vom Radiator dort natürlich verwirbelt und das ist quasi wahrscheinlich mehr die Radiator-Austrittstemperatur. Aber ich habe hier noch ein anderes Raumthermometer stehen und ja, da sind 20 Grad. Ja, hier ist nun das Ergebnis vom Watercool Heatkiller Strix Wasserkühler mit einem Delta von 11. Ist das ein wirklich sehr, sehr gutes Ergebnis. Hier ist halt das Delta zum Kühlmedium. Beim Luftkühler ist das Kühlmedium Luft, beim Wasserkühler ist das Kühlmedium nun mal Wasser und das Delta ist dann halt ausschlaggebend für die Kühlleistung. Ein wirklich sehr gutes Ergebnis, spricht für die Qualität vom Heatkiller Kühler. Ich habe auch eigentlich ehrlich gesagt nichts anderes erwartet. Ja Leute, da hoffe ich, das Video hat euch gefallen und hat euch einen kurzen Einblick gegeben hier in die Kühlleistung vom Strix Heatkiller von Watercool. Wie von Watercool gewohnt, wieder mal Top-Qualität, auf alle Fälle Verarbeitung top, Kühlleistung hervorragend oder herausragend, würde ich sogar fast sagen. Und ja, falls ihr euch entscheidet, eure ROG Strix 2080 Ti von Asus umzurüsten auf dem Wasserkühler, auf alle Fälle hier die Empfehlung für den Heatkiller. Es wird
im April, denke ich, wird es auch noch mal einen Test geben mit meiner EVGA 2080 Ti, und zwar mit einem EK-Kühler zusammen, mit dem EK-Vektor. Dann wird sicherlich auch interessant, wie der dann so abschneidet. Und ja, da würde ich sagen, ich verabschiede mich bei euch. Danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da oder einen Kommentar. Abonniert mich und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Ciao.